Und gefühlt habe ich das ganze letzte halbe, dreiviertel Jahr nur noch hustende Pferde behandelt. Und wir werden mal im Laufe dieses Kurses so ein bisschen versuchen, rauszufinden, woran das eigentlich liegt und was man machen kann, damit das eigene Pferd nicht dazugehört, beziehungsweise wenn man ein hustendes Pferd hat, welche Möglichkeiten man hat. Ganz wichtig ist, dass grundsätzlich am Anfang immer eine gründliche Diagnostik steht. Was man immer wieder sieht, ist, dass gerade von Leuten, die eben keine Tiermediziner sind, so quer reingesprungen wird. Ne? Einer sagt, das Pferd hustet, und der andere sagt, ja, ganz klar, das ist Ursache XY. Und man muss tatsächlich aber doch ein bisschen genauer hingucken. Also ganz wichtig, nur ein Teil der Pferdelunge ist in Ruhe tatsächlich durchlüftet und ein Pferd muss bewegt werden oder muss sich selber bewegen. Der leider, glaube ich, mit einer der Hauptursachen geworden ist in den letzten Jahren, ist Bewegungsmangel. Also insbesondere bei Freizeitpferden ist es so, dass die meisten Freizeitpferde viel Freizeit haben und eben nicht bewegt werden. Ne? Also, und das bedeutet einfach, dass die Schleimhaut des Atemtraktes nicht optimal durchblutet ist, dass die Lunge nicht optimal durchlüftet ist und dass dadurch eben Dinge, die reinkommen, nicht ohne weiteres wieder raustransportiert werden. So, und der nächste Schritt bei einem Pferd, was dauerhaft hustet, wäre dann tatsächlich eine Bronchoskopie. Das sollte man auch früher oder später machen, wenn man nicht so richtig dahinter kommt, wo ist eigentlich das Problem. Es ist leider so, dass man keineswegs die Lungen untersuchen kann in der Bronchoskopie. Das ist, glaube ich, das, was viele Pferdebesitzer denken, aber das ist nicht der Fall, sondern diese Aufnahmen zeigen, dass man, das hier ist die Luftröhre von innen, ausgekleidet mit der Schleimhaut, und die ist so wellig, weil da eben diese Knorpelspangen hinter der Schleimhaut sitzen. Das gehört so. Hier ist ein Gefäß auf jeder Seite, was einmal sozusagen bis ganz nach unten geht. Und dann sieht man lauter kleinere Blutgefäße. Und hier sieht man, dass so ein kleines bisschen Schleim in der Lunge liegt. Das ist jetzt noch nicht so super dramatisch. Und dann kommt man bis hier, das ist die sogenannte Bifurkation. Hier geht es dann in die beiden Lungenseiten und weiter kommt man einfach nicht mit dem Bronchoskop. Ne, das muss man sich klar machen. Hier gehen dann schon die ersten Abzweigungen ab in diesen kleinen extra Lungenlappen, der liegt sozusagen innen auf der rechten Seite. Und da unten sieht man dann weitere Abzweigungen bereits, aber tiefer kommt man nicht. Also mehr weiter kann man mit dem Endoskop einfach nicht rein. Was man hier beurteilt, ist einmal diese Bifurkation selber, dieser, ja, wie so eine Art Sattel, sage ich jetzt mal. Das sollte eine einigermaßen spitze Falte sein und die ist oft ja regelrecht geschwollen, dass sie so richtig rund gewölbt ist. Und auch hier guckt man natürlich, wie sieht die Schleimhaut aus? Ist die so schön blassrosa-rot wie jetzt hier? Oder ist die stark gerötet und liegen hier große Mengen Schleim in der Gegend rum?